Sieg, Sieg, Sieg. Der größte Triumph in der Nachkriegsgeschichte. Jürgen Elsässer verkündet soeben Sieg. Das Gericht hat das Kompaktverbot im Eilverfahren aufgehoben. Eine Entscheidung wird erst im Hauptsacheverfahren fallen und das werden wir auch gewinnen. Hauptsache dauert mindestens 2 Jahre. Bis dahin können wir weitermachen. Steffi, Paul und ich machen gleich einen Aufsager, der hier auf X kommt. Was für eine Schlappe für Nancy Faeser und den Verfassungsschutz. Wahnsinn. Sieg, Sieg, Sieg. Der größte Triumph in der Nachkriegsgeschichte. David siegt gegen Goliath. Kompakt siegt über Faeser. Die Demokratie siegt über die Diktatur und das Volk siegt über das Regime. Heute hat das Bundesverwaltungsgericht in einer Eilentscheidung das Kompaktverbot auf Eis gelegt. Wir können jetzt mindestens 2 bis 3 Jahre in Ruhe weiterarbeiten. Danke. Wir fordern den Rücktritt von Nancy Faeser, der verfassungsfeindlichen Innenministerin. Sie wollte uns mundtot machen, sie wollte euch die Stimme nehmen und damit ist sie nicht durchgekommen. Jetzt ist sie fällig, ihre Zeit ist abgelaufen und ihr Rücktritt ist überfällig. Das rote C kann wieder gezeigt werden. Und ich danke allen, die uns in dieser schweren Zeit unterstützt haben, uns geholfen haben. Wir sind so dankbar. Und jetzt können wir erstmal weiterarbeiten. Es ist ein großer Tag für die Pressefreiheit. Wir geben euch Bescheid, wann wir wieder startklar sind. Im Augenblick sind wir noch blockiert, weil alle unsere Wertgegenstände, Technik, Computer sind noch bei der Diktatorin. Aber wir hoffen auf baldige Rückgabe. Bis bald. Darauf. Kompakt lebt. Kompakt lebt. Faeser ist fällig. Auf den Sieg. Wir freuen uns auf die nächsten Kompakt-TV-Nachrichten.